Hallo Leute, hier ist wieder Classic Gaming mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Ah, okay. Und hier haben wir ein Purpurstück. Und wieder ein Trainer, der uns herausfordern möchte. Den werden wir doch ohne Probleme schlagen können. Und ein Ganovi. Okay. Machen wir mal Aquawelle. Alles wie gehabt. So, das war's. Ja, mir gehen langsam die... Mir geht langsam der Schutz aus. Leider. Superschutz, perfekt. So. Oh, da ist ja noch ein Trainer. Ich habe so ein Gefühl, als ob ich da unten irgendwas Selteneres finde. Also ich bin gespannt, was da drin in dieser Ruine sein soll. Wir gucken einfach mal. So, das war's. Makabaya. Ach, das hier. Okay. Gut, dann machen wir mal Aquaknarre und das müsste dann eigentlich ausreichen. Und Swatonin Level 29. So, was gibt es denn da unten? Das ist ein alter Palast. Alles klar. Gucken wir mal. Super Tränke habe ich noch 3 Stück, alles klar. Shit. Ach, da darf ich gar nicht rennen, wahrscheinlich. Eine Herzschuppe. Okay. Monosito. Okay. Das ist wieder so ein komisches Pokémon. Was soll das nochmal sein? Eine Zelle oder ein Virus oder was ist das? Ich bin nicht sicher. Komm, ich setze mir einfach Vergeltung ein und das war's. Das hat gereicht. Psycho Quint wurde besiegt.
Yes. Alles klar. Also wie es aussieht, darf ich hier nicht rennen. Stimmt. Okay, was hat der für ein Pokémon? Was ist das nochmal? Ein Symphonara, okay. Das erinnert mich ein bisschen an Incognito, auch so ein mystisches Pokémon. Aha, schießt er mit ein bisschen Regenbogen auf mich. So ein... Oh, scheiße. Rückenwind? Das verhindert wohl, dass ich mein Pokémon tauschen kann. Was aber keinen großen Unterschied macht, also... Nee. Und noch so ein Psychofuzzi. Mit einem was? Oh süß. Molly Morba. Tja. Was soll ich dazu sagen? Ja, das geht noch. Komm, das schaffen wir noch. Weg damit. Juhu. Also was mich hier unten freuen würde, ist, wenn ich mir dieses komische Mumien-Pokémon da fangen könnte. Felsgrab, das ist auch eine gute Attacke. Nein, wir setzen jetzt keinen Schutz ein. Oh, habe ich ja ganz vergessen. Nein, das war mit Absicht, weil da unten finde ich vielleicht dieses Pokémon. Suchen wir einfach ein bisschen. Und da ist es auch schon. Ein Makabaya. Scheiße. Aber das will ich eigentlich fangen. Ne, was haben wir denn sonst? Supertrank, nein. Komm, Supertrank nehmen wir noch einmal für unser Zwotronin. Und da fangen wir uns jetzt einen Makabaya da unten. Los, Makabaya, los! Da ist ja wieder eins, alles klar. Level 20. Diesmal setzen wir aber nur Aquaknarre ein. So ist gut. Ja, und jetzt einfach mal einen Superball, würde ich mal sagen. Dürfte ausreichen, oder ich hoffe es mal. Perfekt. Gut, das wollte ich nämlich fangen und jetzt können wir eigentlich aus der Ruine raus. Eigentlich ist die Ruine noch größer, aber das haben die irgendwie verändert. Oder hier ist alles eingestürzt und deswegen gibt es keine Ruine mehr, sozusagen. So, dann wollen wir mal raus aus diesem Loch. Schwupps und weg sind wir. So ist es gut. Gut, gegen die haben wir gekämpft. Oh, da ist ja noch ein Item. Noch ein Gelbstück, alles klar. So, Schutz wirkt nicht mehr. Das macht nichts. Wir haben noch einen Superschutz.
So, genau. Lass mich mal unsere Pokémon heilen. Gut. So, das wär's. Jetzt können wir eigentlich zurücklaufen. So ist gut. Jetzt wieder rüber. Und dann da hoch. Kann ich auch mit dem Fahrrad fahren. Und der Superschutz hört genau am richtigen Punkt auf. So, jetzt sind wir bei dem in der Einklangspassage. Ja. Was mache ich nur? Ich kann das doch niemals alleine bewältigen. Hey, du da. Willkommen in der Einklangspassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan nichts los. Bisher ist das hier also nichts weiter als eine normale Straße. Ups, wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe mich hier noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Einklangspassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu erreichen, die nur so von Geschäftigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal, ich habe die Idee. Du bist doch ein Trainer und kommst viel rum, nicht wahr? Jemand wie dir, der auf seinen Reisen viele Menschen begegnet, könnte ich auf diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du, würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Okay, können wir machen. Vielen Dank. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakteristisch und den du am liebsten in die Welt hinausrufen würdest? Vorsicht, die Worte, die du gleich eingeben wirst, können über die Drahtlosfunktion zu anderen Spielern übertragen werden. Bitte überlege dir gut, was du für eine Nachricht hinterlegen möchtest. So. Und... Nee. Wir nehmen einfach mal... Meister. Verstehe, toller Spruch. Und was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest, beziehungsweise was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Ein ganz allgemeiner Spruch wäre gut, den jemand sofort versteht, auch wenn du ihm gerade zum ersten Mal begegnest. Okay. Wenn ich gerührt bin, was... ja, dann machen wir einfach mal Wunder, einfach Wunder. Meister, Wunder, ja. Habe ich es mir doch gedacht, du bist für diese Aufgabe wie geschaffen. Du musst das unbedingt übernehmen, entweder du oder keiner. Chef, es wird langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Meine lieben Assistenten, ihr habt gehört, was Sache ist. Ich überlasse alles weitere euren fähigen Händen. Ich muss dann mal los. Jawohl, seien Sie ganz unbesorgt und gute Reise. Okay. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Wie sollen wir dich denn ansprechen? Mit Marco natürlich, ganz normal. Ich halte nicht viel von Wortform. Marco, du bist hiermit nun in vollem Umfang verantwortlich für diese Passage. Noch herrscht hier nur gähnende Leere, aber wir bitten dich, dass du aus dieser Straße eine belebte Passage machst. Einen Ort der Begegnung, an dem viele Menschen begeistert ein- und ausgehen. Ich werde dir gleich erklären, wie du diese Passage wachsen und gedeihen lassen kannst.
sprich mich einfach an, wenn du soweit bist. Ja, das werden wir auch machen, und zwar im nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz 2. Wir haben die Wüste nun erkundet und jetzt bin ich mal gespannt, in welchen Ort ich nun komme. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hier ist Classic Gaming und ciao.